Zeichen stehen auf Abstiegskampf. Buschi. Auch wenn wir noch früh in der Saison sind, das war bisher viel zu wenig. Unsere Gegner waren übrigens gerade Liga 2, die wir gerade gespielt haben. Victor Moses. Oh ne, wieder so eine Wichser. Jetzt wird's gefährlich werden. Und er gewinnt den Zweikampf. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Gut in den Lauf gespielt. Die Flanke geht in Richtung Lewandowski. Läuft vorbei. Alaba. Nun Douglas Costa. Jetzt müssen sie aufpassen. Neu. Abgefangen, gut gemacht. Victor Moses. Bernard ist schön schnell, das geht eigentlich, ne? 79er Wertung ist jetzt auch nicht die schlechteste. Ja, geh hin. Naja, jetzt wäre ich schon hingelaufen. Chelsea geht hier nach vorne. Ja, der andere blockt nicht. Ah, da geht er vorbei. Flanke auf die, den Köpf da. Was macht denn die, warum geht der eine Abwehrspieler weg? Das muss man jetzt mal erklären. Warum geht der, macht den Schritt Richtung Flanke, wenn er sowieso nicht rankommt? Der Treffer von Chelsea, schauen wir uns nochmal an. Hier, nee, der ist noch weggegangen sogar. Wer war denn das? Lahm oder was? Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlaggeber, keine Frage. Und hier das Tor. Hebt einen Arm und geht weg. Costa mit gutem Timing, toller Treffer. Douglas Costa! Macht er ihn! Nice. Was für ein Tor! Dass er den auch noch annimmt, man nicht Hämmer aufschießen muss. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Da hat er super reagiert, ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Jo, den hat er nicht gewollt. Und das war ein richtiger FIFA-Moment wieder für ihn, weil... What the fuck war denn das? Wie wenn da ein Spieler nicht drüber seinen Fuß hebt, ne? Der Einwurf muss auch anders kommen. Klasse von Boateng, er hat den Ball. Und nun Diego Costa. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Auch raus. Boah. Douglas Costa jetzt. Der Angriff könnte was werden. Lewandowski. Klasse aufgepasst vom Torwart. Dass da auch keiner hingeht, Mann. Conte. Alaba. Wird's jetzt gefährlich? Er ist frei, der kann. Thomas Müller! Oh, hast du sie jetzt gesehen mit Alaba? Das war geil, die Vorlage. Thomas Müller! Der Ball reißt von der Latte ins Feld zurück. Ich sag nix, es ne? Gibt Vorteil für Chelsea. Ich sag einfach nix. Conte. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. John Terry jetzt. Das könnte gefährlich werden. Ja. Was los, Mann? Das machst du dir auch die ganze Zeit. Bayern dusel sie dann. Was? Ich? Ja. Nee, es ging jetzt nicht um dich. Es ging, Oder was meinst du? Nein, dass er solchen Scheißdreck ablaufen auch die ganze Zeit. Ja, ich dachte Stand. Schon, ey. Eine gute Möglichkeit. Und die hätte ein Mann, neuer Kind. Achso, einfach gar nicht dran. Noch geiler. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Geht jetzt was über Hazard. Nein. Abwehr hat aufgepasst. Raus. Neuer. No. Ach, nun, Willian. Den Ball manchmal gar nicht, ey. Jetzt die Flanke. Hier steht der Verteidiger gut, er hat den Ball. Wir halten fest, ist er zu klein. Das ist ein ernstzunehmender Gegner für den FC Chelsea heute. Da stimme ich dir vollkommen zu, Wolf. Beide Teams heute auf Top-Niveau. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Robben zieht das Tempo an. Chance zur Führung. Da ist der alles, ey. Ecke. Alles, ne? Das war knapp, wäre fast ein Eckball gewesen. Unnötiger Ballverlust.
Jetzt mach ich's einmal mit Gefühl, Mann, und da geht er nicht rein, Mann. Ich schieß gegen Pfosten, hast du gesehen? Trotzdem mal, ja, ich zähle schon mit. Hab schon Strichliste am Tisch. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Na, lass ihn noch rumtänzeln. Gefährliche Flanke. William! Er versucht's mit dem Korb, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig. Na gut, das war, glaube ich, die falsche Seite, aber naja, gut. Nein, spiel doch ab, Mann, warum komme ich nicht gleich an den Ball, Mann? Der springt mir nur 2 cm weg und er kann nicht gleich abspielen, ne? Was ist das hier? Ball gespielt, das war Ball gespielt. War Ball gespielt. Keine Karte? Lächerlich. Keine Karte, Alter. Also hast du ja Ball gespielt. Na, eigentlich ja schon. Ball gespielt, keine Karte, lächerlich. Das Hochspringen war richtig, der Ball wurde geblockt. Sauber vom Ball getrennt hier. Ja. Und Douglas Costa. Nice. Haben wir doch geschafft. Müller jetzt vielleicht mit der Möglichkeit. Zum Abseits. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Ist ganz zu schnell, kann ich nicht mehr rausrennen. Gibt Einwurf. Hä? Wir haben doch niemals einen Ball berührt, das hätte man doch gesehen. Da hätte es doch eine Veränderung der Richtung oder so gegeben. Der Gegner auf, aber der Einwurf muss naja, dann kann kommen. Ich ihn nicht annehmen. Und Hazard. Er schießt. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Es gibt Ecke für den FC Chelsea. Gut geklärt, das war wichtig. Lewandowski, warum steht er? Warum steht Lew? Chelsea geht hier nach vorne. Er bleibt, da zieht er ab. Ja, da fehlt er einiges zum Torerfolg. Weiß auch nicht, warum Costa nicht vorne steht. Aspilicueta am Ball. Nach der Aktion geht der Stoß gegen den FC Bayern. Jetzt? Ich weiß nicht. Ich habe da gar keinen Spieler gehabt. Diego Costa. Noch ist nicht Schluss. 4 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Gute Aktion. Douglas Costa am Ball. Bernat. Ich komm. Jetzt die Bayern im Angriff. Und jetzt ein Schuss. Ich komme nicht durch die Spieler durch. Die glitschen innen an mir dran. Ich komme nicht weg. Jedes Mal, wenn wir sowas Geiles machen, kommt ein Abwehrspieler, bleibt vor mir stehen und ich renn voll in den rein. Ja, schon immer mal 2-3 geile Konter sind dadurch einfach nur versackt. Durchgang 2 kann beginnen in der Allianz Arena. Ja, Alter, einen einfachen Pass nach oben, ey, da komm, das ist doch wohl drin. Es gibt Vorteil für Chelsea. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Gute Flanke, aber mindestens jetzt schießt er. Souverän gemacht vom Torwart. Nein, Mann. Gutes Tackling. Ja, ja. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Kriegen wir auch mal ein komisches Foul. Cool. Ich hab nix gedrückt nach links, ne? Nix, ich hab gerade ausgeschossen. Nix gedrückt. Ich wollte mal gucken. Boah, Conte. Wird's jetzt gefährlich? Guter Zweikampf. Alaba. Alaba. Lewandowski. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Dachte, eine gute Gelegenheit. Robben steht nach vorne. Jetzt ist der Ball weg. Und jetzt Diego Costa. Pass zurück zum Torhüter.
Nein! Ja, das ist gar keiner von uns. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Ich sehe das nicht wegen dieser scheiß Anzeige oben. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Lol, nice, durchgesetzt. Was läuft keiner mit? Jetzt geht vielleicht was über Müller. Und er schießt. Ah, okay. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Echt? Da ist er da, da können Sie sich auf ihn verlassen. Da hätte ohne grätschen können. Das Remi. Müller! Tolle Aktion vom Torwart. Er rettet hier vorerst das Unentschieden. Klasse gemacht. Hummels! Ja! Hummels, Alter, Hummels. Ach so. Also, da CR Hummels 5. Ah, jetzt bleibt der Torwart stehen, ne? Ja. Oder ist er rausgekommen? Er ist rausgekommen halt, ja. Chelsea muss auf diesen Rückstand reagieren. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ey, was? Sauber vom Ball getrennt hier. Ah, damit hast du nicht gerechnet, wa? Niemals holst du mich jetzt ein. Mann, das gibt es nicht. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Fettes Stück Brasilien, als ob der Costa einholen würde, Mann. Und Diego Costa. Eden Hazard jetzt. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Flankt eh wieder, ich wollte gerade sagen, er flankt eh wieder. Er kann eh nichts anders. Das hätte gefährlich werden können, aber das lösen sie gut. Ey, Summer. Keine Ahnung, ich habe auf Klären gedrückt und der grätscht. Was ist das, Mann? Jetzt Eden Hazard. Weiter Ball, der kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Bin zum Gegner. Boateng energisch, sehr gut. Müller am Ball. Spiel geht weiter, Vorteil für die Bayern. Ach Mann, ey, wo der auch hinspielt, Mann. Lewandowski, hast du, was ist los, Mann? Kann man in Polen keinen scharfen Pass spielen, oder was? Conte. Chelsea mit dem Angriff. Conte! Den setzt er daneben. Ey. Nix wird's mit dem Ausgleich. Schön, sure, Luis. Jawohl. Ja, da hätte er eigentlich zwei gelbe Karten gleich geben, weil ich bin zweimal zerlegt worden, Mann. Kannst du ruhig Lewandowski spielen auch mal, ne? 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Kannst du ruhig auf Lewandowski spielen, weil er gewinnt eh fast jeden Kopfball da vorne. Das könnte die Chance werden. Das gibt Freistoß für Chelsea. Hä? Gary Cahill jetzt. Alter. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Wie viele sind da? Und Pedro. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ey, der hält mich, zieht mich, rutscht mich. Ey. Klasse Tackling. Und jetzt gibt's den Ball. Kein Risiko mehr, einen hier hinten rum zu passen. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Müller jetzt vielleicht mit der Möglichkeit. Das ist krass mittlerweile, ey. Da fehlt FIFA halt noch die Intelligenz. Bernat. Ja, und dann kommt der Fehlpass, Alter. Nie im Leben. Eden Hazard jetzt. Jetzt schert sie mit der Offensive. Ich bleibe außen. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ja. Flanke abgefangen. Gut gemacht. Nix kann er, Mann. Nur Flanken kann er. Ribéry. Führung ist knapp, aber sie hat Bestand. Die Bayern liegen mit einem Tor vorne. In der Grafik sehen wir jetzt, wie die Ballbesitzwerte verteilt sind. Viel nehmen sie sich gerade da nicht, das war auch mein Eindruck vom Spiel. Ah, ich dachte, das geht sich aus, weil er vorne stand und der Verteidiger hinten dran. Gutes Technik! Geht zur Eckfahne und dann chillen. Big Lewandowski nicht? Ja. Ja, wenn ich zur Eckfahne kommen würde, wa? Lebendig. Dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Verteidiger hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Das sehen hier natürlich auch, deshalb vielleicht auch der schwache zu klein für den großen Ball. Wolf, dass du irgendwann ins Nachdenken kommst
Und das ist nicht förderlich fürs Spiel, wissen wir. Jetzt vielleicht über Ribéry. Na komm her, du Penner. Da gibt's Vorteil, Spiel geht weiter und jetzt die Flanke. So, da wird die Nachspielzeit und wo ist das Vorteil? Drei Minuten. Vorteilspfiff. Lässt jetzt auch Zeit? Ja, ja. Vielleicht wird's über Müller jetzt gefährlich. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch Paulin, Paulin. Dazwischen. Da passt er auf und hat den Ball. Hazard. Und raus. Da steht er gut. Und da ist das Spiel vorbei. Ja. Der FC eigentlich hätten sie nur zu 9 spielen dürfen. Zwei Siege in Folge sind das jetzt gewesen. Sie scheinen wirklich gut in Form zu sein. Na, ich gehe mal gespannt, ob das vorbei ist.